Hallo und herzlich willkommen zu den aktuellen Kurzmeldungen aus Wismar und der Region. In der Nacht zum Sonntag mussten Einsatzkräfte der Polizei zu einem Streit in der Lübsche Straße in Wismar anrücken. Hierbei handelte es sich mutmaßlich um eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft. Diese gaben an, 19, 30 und 33 Jahre alt zu sein. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ein. Vor dem Derby zwischen dem FC Hansa Rostock und dem FC St. Pauli am Sonntag gaben zwei Spieler der Hansa eine Autogrammstunde. Abwehrspieler Frederik Ananu und Mittelfeldspieler Simon Rhein waren bei Treppenbau Platt in Kritzow zu Gast. Neben Autogramm standen sie auch für eine Fragerunde zur Verfügung. Die Autogrammstunde wurde durch FC Anker-Präsident Gerd Almendinger in die Wege geleitet. Am Montagabend kamen die rund 60 Tonnen schweren Transformatoren in der Hansestadt Wismar an. Diese sind für das neue Umspannwerk im Industriegebiet Haffeld, welches Anfang Herbst in Betrieb genommen werden soll. Ihr Zweck ist es, die Hochspannung in Mittelspannung umzuwandeln und so die Stadt auch künftig mit genügend Strom zu versorgen. Die Kosten für das Umspannwerk belaufen sich auf etwa 6,6 Millionen Euro. Die Kreisvolkshochschule in Wismar sucht ab dem März an zwei Tagen pro Woche eine Deutschlehrkraft für einen Integrationskurs. Der Kurs findet von 16 bis 19:30 Uhr statt. Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstudium. Interessierte können ihre Bewerbung mit Lebenslauf an die eingeblendete E-Mail-Adresse senden. Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Kreisvolkshochschule. Sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, das waren unsere aktuellen Kurzmeldungen.